Hallo und herzlich willkommen zum ersten Saisonspiel dieser Saison. Zumindest hier im Let's Play. Und ihr seht oben rechts, der Shop und so geht auf einmal. Fragt mich nicht, wieso. Ne? Geht halt einfach. Und ich habe nochmal geguckt, ich kann leider den Spieler nicht heilen. Falls ich da was übersehen habe, einfach Bescheid sagen. Sag, ey du Bongo, Toddel, Mongo, das geht so und so. Und ich guck mal, ob die Dinger oben rechts angezeigt werden. Oder oben links, keine Ahnung. Und wir starten gegen Köln mit der Aufstellung rechts im Bild. So, genug angeguckt. Jetzt wollen wir spielen. Für mich das letzte Spiel, Leute, weil ich will da auch irgendwann nochmal schlafen, ne? Ah, Pfosten, aber Tor. Pfostentor gibt 1000 Punkte. So. Ich habe jetzt mittlerweile eingestellt. Ich kann offensiv und defensiv, weiß ich. Und Taktiken, bla bla, weiß ich auch. So. Erstes Saisonspiel, jetzt geht's um Punkte. Der ASV hat das ja in echt scheiße gemacht. So, ich bin ganz ehrlich, ja. Ganz, ganz ehrlich. Und wir müssen auf unseren Berami verzichten. Oh Gott, und schon die Köln mit dem. Schuss. Abgefälscht und dann mit der Schulter rettet der mir den Arsch. So, das habe ich immer noch nicht drauf. Alter Schwede. Und, ja, interessant. So, komm schon. Also wie gesagt, der SV hat das ja echt ein bisschen scheiße veranstaltet. Aber da kann ich leider auch nichts für. Ich kann nur sagen, wie es ist, nämlich scheiße. Und, tja, das einzig Gute war, dass sie gegen Bayern 0-0 gespielt haben. Aber ganz ehrlich, das ist irgendwo auch kein Erfolg. Weil, was willst du, das ist auch nur 0-0, ist auch nur ein Punkt. So scheißegal, ob das jetzt gegen Bayern oder gegen sonst wen ist. Warum spiele ich eigentlich mit Rootnaps? Kann mir das mal jemand verraten? Warum sagt ihr nicht Bescheid, dass ich hier mit Lasoga spielen soll, ey? Pfeifen da draußen, ey. Scheiße. War natürlich nicht ernst gemeint für alle, die das jetzt nicht kapiert haben sollten. Und Ecke. Freistoß? Freistoß. Den mache ich mal nicht direkt. Flanke. Den haben die sich fast selber reingehauen. So, jetzt kriege ich doch noch eine Ecke. So, pass auf. War das jetzt der Knopf oder der? Der Knopf. So, und jetzt das. Torwart zustellen. Scheiße, hat nicht funktioniert. Ja, das muss ich mir alles nochmal, ey. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal eingestellt, sodass ich ungefähr weiß, was ist. So, das kannst du vergessen. Gegen Diekmeyer kommst du da nicht an. So. Na, toll. Gott, dieser Pass war einfach gut. Und Adler. Ich wollte eigentlich auch mit Droppen spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich jetzt aber irgendwie alles so ein bisschen vergessen wurde. Ist auch schon spät, ja. Da darf man das mal vergessen. Wobei eigentlich nicht, weil. Ach, ich weiß auch nicht. Noch kommen die ja mehr oder weniger täglich, hoffe ich zumindest. Dass ich das auch täglich schaffe. Könnte eng werden. Ach, leck mich drauf. Sonst wo. Oh. Ah. So, ich bin mal gespannt, ob ich hier. Na, verdammt. Ein Tor schießen kann. Nicht so wie der HSV. Die kein Tor im ersten Spiel geschossen haben. Genauso wie in den anderen Spielen auch nicht. Oh mein Gott! Habe ich ihn umgehauen? Ja, anscheinend. Aber es scheint dem Schiedsrichter relativ egal zu sein. Pff. Okay.
Ich habe den Typ im Strafraum oben, aber. So, ich darf den Ball behalten, weil ich war ja im Ballbesitz. So, einmal der weite Ball auf Raphael van der Vaart. Oh Gott. Oh shit. Da wollte ich eigentlich anders laufen und habe nicht gedacht, dass der Ball so noch ankommt. Boah, ich krieg den Ball auch nicht in Besitz, wollte ich sagen. Ich muss aber sagen, die hatten deutlich die besseren Chancen, die... Ach, fuck doch die Henne im Hühnerstall. So, jetzt Alpha über links. Heißt der Alpha oder wird der Halfa auch ausgesprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Einwurf Köln. Ich habe gerade vergessen, gegen wen ich spiele. So ganz professionell. Wow. Ja, das erste Gegentor kassieren wir natürlich im Liga. Ach nee, wir hatten schon eins, aber das tut weh. Och man. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Tja. Das ist fantastisch. Mit der Nummer 10. Hat man vielleicht eventuell gerade ganz leise den Stadionsprecher gehört. Oh, komm schon. Louis Holtby. Nein, das stimmt doch gar nicht. Oder war es doch? Ich weiß es nicht. Nein, es war Nikolai Müller mit dem Ausgleichstor. Wie er daneben grätscht und dann halt ihn aber richtig verladen war. Und er hält er an und zack. Was denn nix, Junge? Da ist das 1:1. So, komm jetzt hier. Spiel drehen. Spiel drehen. Oh, oh, oh. 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 Das wäre es jetzt gewesen, innerhalb von Hundertstel Sekunden da das Spiel zu drehen. Gleich mal wieder den hier. Na, schade. Nochmal. Oh, den hat er gut gehalten. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ne? Weißt du Bescheid. So. Da drüben hin. Oh, 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 oh. Oh, komm, komm. Freistoß. Und ich habe wen? Raphael van der Vaart. Und es gibt nochmal gelb. Für den Maron. Kaching. Nein, Spaß. So, Raphael van der Vaart. Dahin. Abgefälscht. Nein, aber der war... Ich habe das Gefühl, Freischüsse sind echt einfacher geworden, weil die kommen bei mir zumindest jetzt immer gefährlicher aufs Tor als noch im letzten FIFA-Teil. Oh, 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 oh. Na, okay, der war zu weit. Das ist okay. So, aber ich habe jetzt erstaunlich abseits echt schon mehr Tore als Hamburg in echt. Ist ein bisschen bitter nach einem Spiel. Wow. Ja, was mache ich? Oh, sehr gut. Okay, es war Van der Vaart. Ich wollte gerade sagen, mach ihn doch. Ey, da ist ein Tornetz im Hintergrund, das sich bewegt. Das ist auch neu. Finde ich auf jeden Fall gut. 5 Minuten Nachspielzeit. Alter, was geht denn mit der Nachspielzeit? Das war in der Demo schon so übertrieben, aber da habe ich das wenigstens noch verstanden. Weil da war ja nur 4 Minuten. Aber hier? Wo gibt es denn hier bitte 5 Minuten? So, komm, jetzt, jetzt. Oh, krieg ich da nicht mehr. Nee, 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 den krieg ich da nicht mehr. Und jetzt ist Halbzeit. Und 1:1. Ausgeglichenes Spiel. Gut, Köln hat er jetzt
bisschen mehr Chancen, ja, würde ich mal sagen, oder? Oder? Ja, doch. Boah, Alter. Sieht so geil aus. Na, Westermann, der Mongol, mir abgelenkt. Den Ball, nicht den Torwart. So, hier war was? Naja. Das ist super faul. So, jetzt entschadet. So, 6 zu 3. Was? Stimmt noch gar nicht. 3 zu 3 und 6 zu 5 in Schüssen und 1 zu 1 im Ergebnis. Das ist, ja gut, ist ein ganz ausgeglichenes Spiel. Ich habe jetzt nicht auf die Ballbesitz-Statistics hier geachtet. Tja, das war, wie heißt das, ein Schockmoment. So, jetzt haben wir hier Diekmeyer am Ball. Der hat ein bisschen Platz und Seitenwechsel. Ja, Pass halt nicht. Und Einwurf auch noch für Köln. Klar. Ich meine, warum denn doch nicht, ne? So, oh Gott, ich habe das Gefühl, die sind hier auf der Seite gerade ein bisschen in Überzahl. Haha, Kaknoop. Kaknoop. Ah, durch die Mitte spielen ist immer eine gute Idee, besonders mit Westermann. Alter. Alter Verwalter. Das geht so gar nicht klar, du. Jawohl, Hackentrick. Nein, doch nicht zu dem, dann zu dem. Okay, das war nicht so geplant. Sah aber gefährlich aus, deswegen. Ja, ich wusste es. So, kriege ich den Ball? Ja, kriege ich. Ja, guck mal, wir. Lol. Nein! Die hundertprozentige Chance zur Führung. Das kann nicht wahr sein. Den kriegt er noch. Die Flanke. Er war, sollte ein Pass werden, weil der Nikolai Müller, der kriegt ihn von da nicht reingeköpft in diesem wunderschönen FIFA-Teil. Ich finde ihn echt gut. Besser als, also ich kann behaupten, ich finde ihn jetzt schon besser als FIFA 14. Ich fand schon die Demo besser als FIFA 14, das komplette Spiel. Einfach vom Gameplay her, das ist schon, also. Okay. Elegant gelöst, die Situation. Sollte mal Holtby einwechseln gleich. Ich wollte gerade sagen, kommt ja nicht von Köln, aber nein, der kommt von Schalke. Boah. Ausgeliehen, glaube ich, ne? So, der raus und der rein. So. Ilicevic können wir später nochmal einwechseln oder so. Moment, gerade nicht. So, Peschko hat verkackt. Oh Gott, Ecken. Die sind hier aber nicht so OP, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Funktioniert das wieder? Das wäre extrem lustig. Na. Dass man da manchmal einfach durchkommt. Das war schon cool. Aha. Nein! Och komm, ich dachte, nach so einem Tackle-Ding behalten die mal öfters den Ball jetzt. Habe ich aber auch noch nicht so viel von gesehen, nach so einer Tackle oder Grätsche einfach mal den Ball behalten. Oh. Oh, schön, Holpi. Der hat Power, der hat Power, der hat Power, der hat Power, der hat Power. Nein, dann kommt das Passding so ungenau da an. Lol. Alter, was mache ich denn? Ja, klar, bleib halt einfach stehen. Fair, war Ball. Wem sage ich das eigentlich? Ihr seht das ja selber, ne? So, och Gott, und dann Holpi rennt nicht. Holpi macht eine Pfannerfahrt, fordert und rennt nicht. Hashtag siehe Testspiel. Oh, fuck. Ich lasse mich immer so austricksen, das kann echt nicht wahr sein. Ne, diesmal nicht. Und trotzdem. Okay. Das. Easy going. Hallo, ich würde gern das als der HSV in Wirklichkeit mit einem Sieg in die Saison starten. Das wäre zu gütig.
Gott. Ah, da wäre schön gekommen, wenn er zu dem gekommen wäre, zu dem er hätte kommen sollen. Ja. So ist das. So, Westermann musste mal ein bisschen eingreifen. Genau zu dem habe ich gespielt. Ach komm, das kann nicht wahr sein. Ich will ja gewinnen hier. Was soll denn das? Ja, komm schon. Na komm. Ach, Kacke. Komm schon, hol dir den Ball. Verdammt, ich hol ihn die halt nicht. Oh, er holt ihn sich. Müller. Nein. Nein. Komm schon. Sehr offensiv. Okay, das ist jetzt echt eigentlich sehr riskant. Das sollte ich vielleicht lassen. Aber ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Oh. Komm schon. Hol dir doch jetzt. Ich hasse das auf Zeitspiel, ja. Wenn die das. Manchmal macht die das auch jetzt. Die stehen dann an der Eckfahne und drehen sich die ganze Zeit im Kreis wie so behindert und Huren. Sans. Alter, guck dir das an. Das gibt nicht so viel Nerven. So, komm jetzt. Jetzt. Komm schon, bitte. Nein, da legt er sich den Ball zu weit vor. Die gehen mir so auf die... Was? Du kleiner Mongo. Ich wollte wechseln, aber jetzt irgendwie doch nicht. Komm schon, hol ihn her. Jawohl. Ach, Bullshit. Jawohl. Ach, komm. Komm schon, hol dir den scheiß Ball. Komm schon, Nikolai Müller. Gott. So wird das nix. So wird's auf jeden Fall beim 1:1 bleiben. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Noch haben sie noch mal eine Chance. Vielleicht noch mal Zoltán Stieber. Nee. Da geht auch keiner hin. Warum auch? Könnte ja nur bedeuten, dass man vielleicht eventuell nochmal zum Angriff kommt. Und 1:1. Gut, was soll's. Ich habe ein Tor geschossen. Ich kann mich gar nicht mehr an das Tor erinnern. Mein Gedächtnis. Okay, mal gucken, Tor. Ja, Alter, das ist Alter. Alter. So, hallo. Ach, man kann ja nicht weitermachen, ne? Okay, Bildmaterial habe ich, bla bla. So, jetzt hätte ich hier gerne mal Spielhöhepunkte. Challenge? Das weiß ich doch. Mhm. Das heißt Challenge. Mhm, okay. Ah, das Tor. Okay, das war okay. Torwart verladen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber ich habe es gemacht. Pff, siehst du ja. So, Pressekonferenz, wie macht man die denn? Ah, okay. Dann machen wir die nochmal eben. Pass auf, ich mache hier Pause und ich nehme das Spiel jetzt einfach nochmal auf, das ist egal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.